Für ein paar Jahre in den 80ern war die Stadt Hagen der Nabel der Musikszene. Hier liegen die Originalstücke aus dieser Zeit. Das ist sicher ein Muss für alle, die Hagen in den 80ern erlebt haben, aber auch für die Generation danach. Heike Warnbeck hat alles aus den 80ern auf ihrem Dachboden gebunkert. Hunderte Erinnerungsstücke, die für eine große Ausstellung im Osthausmuseum reichen. Denn Heike Warnbeck war damals ganz nah dran an den großen Namen, die ihre Wurzeln in Hagen haben. Die bis heute berühmteste ist ohne Frage Nena. Die erste Band von Nena, The Stripes, bei ihrem allerersten Fernsehauftritt 1980. Und das ist der erste Musikvertrag, den Fräulein Gabriele Kerner unterschrieben hat, die später als Nena weltberühmt wurde. Heike Warnbeck hat Nenas Karrierestart miterlebt. Sie kannte in den 80ern praktisch jeden wichtigen Künstler im Musikgeschäft des Ruhrgebiets. Und sie hat alle fotografiert. Nicht nur fotografiert, sie hat alles von damals aufbewahrt. Schallplatten, Noten, Kleidungsstücke, eine Gitarre der Nena-Band und Instrumente der Band extra breit. Das hier ist zum Beispiel die Gitarre, die erste Gitarre von Stefan Kleinkrieg. Die sieht ziemlich verschrammelt und billig aus und so ist die auch. Dahinter ist die Munitionskiste, die er dann irgendwann mal von der Bundeswehr, glaube ich, gezockt hat. Und die wurde dann mit extra breit Schriftzügen verziert und mit Sternen. Und da war die Kiste, wo die Saiten, Gitarrenseiten immer drin gelagert wurden. Also das kam immer mit auf Tournee. Mit dem Musiker Wolfgang Jäger, genannt Hunter, war Heike Warnbeck bis zu seinem frühen Tod 2007 verheiratet. Der Hunter spielte für viele Bands, Grobschnitt, Extra Byte, die Stripes. Mit ihm wurde Heike Warnbeck Teil der Szene, fuhr mit auf Tourneen, arbeitete für die Bands. Bei der Gruppe Grobschnitt stand sie sogar als Schauspielerin mit auf der Bühne. Davon gibt es noch dieses kuriose Foto. Damals wohnte sie auf einem Bauernhof in Sporkhöfen, ein Musikertreff. So sah die ganz junge Heike Warnbeck aus. Das ist Grobschnitt bei uns in Sprockhövel im Keller. Da hatten wir wirklich ein wunderschönes Kellergewölbe und haben da auch Partys gefeiert. Diese Erinnerungen und die vielen Fundstücke vom Dachboden hat sie in eine Ausstellung gepackt. Es gibt Geschichten über die Humpe-Schwestern, die Ramblers und viele weitere Bands, die Hagen damals eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit bescherten. Ich hoffe auch, dass viele junge Leute kommen, weil ich finde, das ist im Grunde genommen eine Zeit gewesen, die darauf hingewiesen hat, dass man auch selber seinen Traum leben sollte und das auch erfolgreich machen kann. Von morgen an sind diese Erinnerungen an Hagens größte Musikzeit 3 Wochen lang zu sehen. Danach verschwindet das meiste wieder auf Heike Warnbecks Dachboden. Wenn nicht noch ein Rock- und Popmuseum schnell zugreift. Denn diese Sammlung dürfte einzigartig sein. Und was muss die einen großen Dachboden haben, ne? Mehr aus den 80ern rund um Nena und Co. dann morgen Abend auch hier im WDR. In der Reihe Heimatflimmern erleben wir unser Land in den 80ern. Und morgen dann das Jahr 1983. Morgen um 20:15 Uhr, also dann nach der Lokalzeit einfach dranbleiben. Jetzt gucken wir uns.